Wir bilden hier die Studierenden zu angehenden Grundschullehrern aus und in verschiedenen Bereichen. Also es gibt die fachlichen Bereiche, Deutsch, Mathe, Sachunterricht, die später auch an der Schule unterrichtet werden. Und gleichzeitig aber auch Schwerpunkte in Pädagogik, Psychologie und in der Didaktik vor allen Dingen auch. Ich habe an der TU Chemnitz Grundschullehramt studiert. Und das für Mathe, Deutsch, Sport und Sachunterricht für die Klassen 1 bis 4. Danach habe ich mein Referendariat, also das zweite Staatsexamen, absolviert und dann bin ich jetzt Grundschullehrerin. Das Studium hat für mich sehr viel gebracht und mich sehr darauf vorbereitet, was ich jetzt als Grundschullehrerin brauche. Und das war besonders gut. Das Studium in Chemnitz zeichnet sich gerade dadurch aus, dass wir ganz viele Praxisanteile haben. Also wir haben alleine im ersten Semester schon ein Praktikum, was wir wöchentlich an der Grundschule absolvieren. Dann geht es auch weiter, dass wir mal in die Vorschule gucken, im Kindergarten und da schauen, was bringen die Kinder für Fähigkeiten mit. Und da sieht man wirklich viel, nimmt ganz viel Praxiserfahrung mit. Wir halten da auch schon ziemlich viele Stunden selber. Und man merkt schon, okay, was muss ich alles so mitbringen? Wie komme ich in den Beruf rein? Was gehört alles dazu? Man sollte auf jeden Fall viel Kreativität mitbringen für die Unterrichtsvorbereitung, für den Unterricht an sich, auch fürs Problem lösen, dass man auf jeden Fall im Alltag viel dann beherrschen muss. Die sollten auf jeden Fall erstmal begeistert sein für das Lehren und Lernen später in der Schule. Also das ist so auf jeden Fall die Grundvoraussetzung, also später wirklich mit Kindern arbeiten zu wollen und sich natürlich auch damit jetzt schon auseinandersetzen wollen. Also was ich persönlich noch sehr spannend an unserem Zentrum für Lehrerbildung finde, ist, dass es uns jetzt seit 2014 gibt, also ja noch nicht so lange, aber lange genug, dass wir jetzt schon eine gewisse Tradition in vielen Dingen etabliert haben, aber dadurch sind wir immer noch flexibel. Wir können viele neue Dinge austesten und das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt hier. Die Atmosphäre am Zentrum für Lehrerbildung finde ich persönlich sehr angenehm. Also wir sind ein sehr junges, dynamisches Team auf allen Ebenen, sowohl bei den Professoren, Mitarbeitern, Studierende ja sowieso. Ich finde, dass wir uns sehr bemühen, immer für die Studierenden auch da zu sein. Das Gefühl ist einfach ja, sehr familiär, sehr eng zusammen. Und man hat auf jeden Fall jeden schon mal irgendwie gesehen aus seinem Jahrgang. Und was an dem Beruf einen immer berührt, ist einfach das Arbeiten mit den Kindern, wie viel einfach auch zurückkommt von den Kindern. Man sieht einfach immer das Leuchten in den Augen, wenn die was Neues lernen. Und ich finde, wenn man dieses Gefühl hervorrufen kann, hat man als Lehrkraft schon viel geleistet. Unser Beruf ist total wichtig, weil wir geben den Kindern die Grundlagen mit, die die Kinder für das Leben brauchen. Lesen, Schreiben, Rechnen, alles das, was jeder von uns braucht fürs Leben. Und das ist enorm wichtig. Und deshalb sollte man immer sich selbst sagen, dass was super Tolles ist, was man den Kindern beibringen kann und eben ja, der ganzen Welt da weiterhilft.